Obwohl Bösemann das ganze Video online gestellt hat von seinem Besuch bei Farid Bang, gibt es Leute, die ihm das nicht anerkennen wollen. Angeblich sind da Sachen nicht ganz schlüssig. Der Beef von Farid Bang und Bösemann findet nun seinen Höhepunkt. Immer wieder wurden neue Vorwürfe gemacht, bis schließlich der Banger seinen Ausraster bekommt. Anschließend gibt es einen 4-Minuten-Diss und 2 Wochen später dann die Antwort vom Stuttgarter Rapper. Plötzlich aber steht Bösemann vor der Haustür von Farid und will ihn zur Rechenschaft ziehen für die Wörter, die er gesagt hat. Nun aber gibt es den ein oder anderen Vorwurf, dass Bösemann angeblich woanders geklingelt haben soll, um Zugang zu erhalten. Manche behaupten, erst als er beim Nachbarn klingelt, gelangt er zu der Haustür von Farid. Nun aber liefert er den Beweis, es gab nur eine einzige Klingel und somit muss jemand von Farids Villa die Tür aufgemacht haben. Anders würde er ja nie einen Schritt weiterkommen. Mittlerweile bestätigt er auch in seinem Statement, dass er geklingelt hat und jemand die Tür aufgemacht hat. Später aber die zweite Tür verschlossen blieb, als er mit ihm reden wollte. Die Frage, die nun übrig bleibt, ist, war Farid anwesend, wie Bösemann es behauptet, oder doch in der Moschee, wie Farid gesagt hat? Diese Frage bleibt ungeklärt. Mittlerweile hat Bösemann sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wird hinter den Kulissen einen neuen Plan entwickeln. Dass ich mich vorerst von der Öffentlichkeit zurückziehen werde, okay, und natürlich im Hintergrund meine Tour durchziehe. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Ich bleib für euch natürlich an der Sache dran und berichte, sobald es interessant wird. Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.